Ja, hallöchen, hallöchen, zurück zu Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Ja, letzte Folge haben wir auch die 17% offiziell geschafft und jetzt fahren wir mal Streife mal woanders. Sonst sind wir in der Citywache gefahren, diesmal fahren wir mal in der Zeche, würde ich mal sagen, das Zechengelände. Kommt uns ja noch, hoffentlich, bei allen in Erinnerung von unserem schönen Tutorial. Jetzt sind wir dem schon weit voraus und fahren unseren nächsten Auftrag entgegen. So, wir fahren jetzt ein bisschen rum. Es wird auch wahrscheinlich der Auftrag gleich kommen, weshalb ich jetzt erstmal ein wenig vorsichtig fahre. Warum ist da ein roter Balken? Roter Balken heißt meistens Mission. Habe ich mich jetzt da verguckt? Oder ist es wirklich eine Mission? Es ist eine Mission. Wie soll sich ein 8-Zylinder Biturbo-Geländewagen mit 500 PS schon fahren? Boah. Der Hammer, sag ich dir, der Hammer. Nicht schlecht. Wenn da einer querfällt, ein entkommen will. Keine Chance. Wow. Gib mir doch mal die Schlüssel. Ich will den Bomber auch mal um die Ecken drücken. Nein, die dürfen wir jetzt nicht fahren. No way, never, nada, niente. Du machst ihn nur kaputt. Hottes Hammer. Naja, das war ja das, was wir... Genau, ich erinnere mich. Ja, der Hottes okay, Hammer. Warte, pass auf. Ich verspreche dir, ich mache keinen Kratzer rein und ich verschaffe dir eine Schicht mit unserer Praktikantin. Okay, du schreibst aber das Protokoll, wenn der Wagen kaputt ist. Und du hast ihn mir geklaut, klar? Also, oh ja. Yeah. Unsere Teststrecke über die Hinterhöfe. Wenn du einen Kratzer in den Wagen fährst, bist du Futter für die Chefin. Und wenn du auf dem Kurs langsamer bist als ich... Dann verschaffst du mir zwei Schichten mit der Praktikantin. Alles klar. Das heißt also, bevor wir Hotte hier unseren heißen Feger vor die Füße werfen, geben wir lieber selber mal Gas im 500 PS Biturbo. Und ich glaube irgendwie, das ist ja weg. Aber es ist schon ein Kratzer drin, jetzt habe ich verloren. Aber wollte ich mich verarschen? Hä, den habe ich doch schon mal, den bin ich doch schon mal gefahren. Das ist doch der Porsche Cayenne, den wir schon mal durchdrücken durften. Bei einer unserer, wie hießen die denn? Das war auch Geiselsuche. Genau, Geiselsuche war das doch. Nee, Geiselsuche war es nicht. Das war Industriemagnat. Jetzt weiß ich es wieder. Genau, Industriemagnat. Nach der Geldübergabe sind wir doch den Porsche Cayenne Turbo nochmal auch schon mal gefahren, oder? Irre ich mich jetzt. Das schaue ich nochmal nach. Auf jeden Fall glaube ich... zu wissen, dass das dieselbe Wagen war. Auf jeden Fall können wir da nochmal das Gaspedal ordentlich Bleifuß setzen und geben mal Gas. Hey. Auf dem Hottes Hammer. Oh ja, eins von 30%, das ist aber mehr als ein Kratzer bei den Prozentwertungen bei Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Aber ansonsten fahre ich bis jetzt noch ganz ordentlich. Das musste jetzt kommen, das musste jetzt kommen. Sobald man sagt, man fährt ganz gut, rammt man erstmal in die Wand. Oh, 100. Na klar, Hotte, lass uns doch noch Rampensprünge machen mit deinem neuen Wagen. Ey, das ist die Teststrecke von der Polizei. Wahnsinn. Die drücken ja ordentlich drauf, wenn sie die da als Teststrecke haben. So, jetzt kommt da eine Ecke und rumdriften. Und lass den Sound hören. Nen. Schade, dass da ja irgendwie... Doch, Gänge kann man, glaube ich, sogar aktivieren. Dann ein bisschen in irgendeinen Tunnel, in irgendeinen Zugtunnel reinfahren. Dann schön im Leerlaufen. 90.000 Umdrehungen. 9.000. 90.000. Dann ist der Motor im Arsch. So. Schade, dass die Musik so laut ist. Den Sound würde ich gerne genießen. Jetzt halt. Yep. So, nicht so viel. Nein. Ach so, ich dachte jetzt, ich muss neu starten. Runde 1 von 2, das heißt das Ganze nochmal. So, 17%, freilich. Ich will nochmal gegen die Zapfsäule fahren. Aber ja, es ist ein schönes Wägelchen, aber ja, Hottes Hammer halt. Ein kleines Rennen. Schade, dass Hotte nicht mitfährt. Fände ich echt cooler. Ist nur ein Kratzer. Ist nur ein Kratzer. 22%, ey. Ich darf das Ding nicht schrotten, sondern muss ich das Ganze nochmal machen.
Obwohl das ja jetzt nicht mehr so schlimm, also es wäre trotzdem scheiße, das Ganze doch mal zu fahren. Aber von der Aufnahmezeit her wäre es nicht so schlimm. Da freue ich mich jetzt drüber. Und ja, jetzt kann ich aber wieder was dazu sagen. Ich habe ja in der letzten Folge alles angekündigt, was so neu ist. Und jetzt habe ich mich auch selber gefunden. Ich habe meine innere Mitte gefunden. Und ich weiß jetzt, was als nächstes kommt. Also, zuerst jetzt noch die Folge und danach noch eine Folge. Alarm von Cobra 11 auf dem Kanal. Und dann starten wir zuerst durch mit Minecraft, weil ich finde, das Ding ist eh ein Endless Project, die englische Sprache. Naja, das wird eh ein endloses Spiel, deswegen habe ich gedacht, da kann man nicht früh genug anfangen. So früh wie möglich im neuen Jahr starte ich also jetzt gleich mit Minecraft rein, mach davon einige Folgen, starte dann gleich mit dem zweiten neuen Projekt, also ich warte dann nicht und mache erst noch alte oder so, sondern ich starte mit beiden neuen rein, dann könnt ihr die beide mal sehen und euch entscheiden, was wollt ihr gucken, wo schaltet ihr ein, ich lade ja dann im Wechsel immer hoch. Und dann geht erstmal weiter mit Outlast, weil einige haben mich jetzt schon gefragt, warum fährst du so scheiße, Masterplay? So, einige haben mich nämlich schon gefragt, wann geht denn Outlast weiter, ja, weil in letzter Zeit waren die Hochladeabstände ja wegen des PC-Problems ein wenig unregelmäßig. Nach den beiden neuen Projekten, versprochen, kommen wieder 5-6 Folgen hintereinander, alle 2 Tage Outlast. Nachdem ich meine Finger verloren habe, brauche ich eh ein bisschen Ruhe. Und dann sehen wir uns wieder beim netten Dr. Traeger. Um mal zu googeln, was uns da noch so erwartet und wie wir vor allem von dem Typ flüchten können, weil ich will bei dem nicht in der Praxis bleiben. So, die Mission sollte dann eigentlich vorbei sein. Das ist wieder eine relativ kurze Mission, ey. Weißt, jetzt hat man ein neues Aufnahmeprogramm und trotzdem dauert die Mission unter 10 Minuten. Kein Kratzer. Und kein Kratzer, nein! Mit der Praktikantin. 28 von 30% und eine schöne Stunde hat er mit der Praktikantin. Na, Hotte, lass es krachen! Mir hat's Spaß gemacht, dein Wägelchen zu fahren. Haben wir jetzt das Ding wenigstens freigeschaltet? Fahrzeug freigespielt, Alligator Polizei. Strecke Hotte ist Hammer. Ah, okay, also das ist die nächste Strecke zum Let's Race Together mit Player One. Hotte ist Hammer, das wird eine lustige Strecke. Da mache ich da, glaube ich, nur 2 Runden oder so. Hier aus Kaufstraße ist der Standort und der Fall ein Raser. So viel zum Fortschritt 19%. Wir kommen immer weiter und wir fahren jetzt am Autobahn den Alligator, weil es so schön war, noch mal in einem Free Race, keine Ahnung, bisschen durch die Gegend dümmeln für die letzten 2 Minuten, bisschen gucken, was geht so, wenn man gerade nicht auf seinen Schaden achten muss. So, 180 und wieder rumdrehen. Ah, die war gerade schön. Ah, zu der Musik, das passt irgendwie. Dum, 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 dum. Wir fahren ein wenig herum, dass wir wenigstens die 10 Minuten. Nein! Oh Gott, ein Glück, dass ich noch keinen Führerschein habe. Ich bin froh, wenn ich das erstmal virtuell mache. Warum blinkst du rechts? Voll! Scheiße, ich weiß nicht, wie man rechts blinken. Ach eh. Ja. So. Einen schönen Crash machen wir noch, sobald wir mal eine Straße ohne Kurven haben, sondern eine relativ lange Gerade, wo wir beschleunigen können. Hier zum Beispiel, das ist doch ganz gut. Dann noch in den Gegenverkehr. Und mit einer Höllenexplosion verabschiede ich mich dann von der Folge Hot as Hammer, Alarm für Cobra 11, Burning Wheels. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal oder lasst mal ein Like da. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwas noch zu sagen wollt, dann schreibt's in die Comments. Ich lese sie mir alle durch und beantworte auch jedes einzelne von euch. So, und ich glaube, das wird jetzt echt nichts mehr, das ist ja Wahnsinn. Ich will doch bloß eine Explosion! Ah! Nein! Oh Mann, was soll die Scheiße? Na, dann beenden wir das Ganze mit einem schönen Sprung. Da unten kommt gleich das Wasser, soweit ich weiß. Auch nicht. Das war eine andere Strecke mit dem Wasser. Wahnsinnsexplosion, muss ich schon sagen. Naja, das würde der Folge nichts mehr. Aber trotzdem. Wir haben einen brennenden Wagen. Huhu. Naja, jetzt reicht's wirklich. Also, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Alarm für Cobra 11.